Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 19. Mai 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 820 und endlich geht's weiter. Meine Woche beginnt einen Tag später, geht dafür einen Tag länger. Heißt, wenn alles klappt, bis und mit Samstag in dieser Woche, wo ihr eine Daily bekommt. Heute habe ich mit dabei dafür auch einiges an Themen. Huawei mal 3, QNAP, Giphy, Local Guides, Libratone, Ubisoft klagt, Podcast Addict, Firmware Update, keine If-This-Then-That mehr und Oppo. Ich beginne gleich mit dem allerersten und das ist Huawei. Die trifft wieder mal brutal hart, denn der liebe Herr Trump, ihr kennt ihn sicherlich, hat die Sanktionen Richtung Huawei nochmals um ein ganzes Jahr verlängert. Das heißt, die aktuellen Geräte, die auf dem Markt sind, können noch das Android das zwar ausliefern, aber ohne die ganzen Google-Apps, Mail, Gmail, die ganzen APIs und vor allem den Play Store, den so viele auf der Android oder in der Android-Welt vermissen werden. Das wirkt sich natürlich auch auf die Verkaufszahlen ein und die sind eingebrochen, aber nicht nur bei Huawei, sondern auch generell anscheinend bei Apple und bei Samsung. Zumindest sagen das gewisse Zahlen voraus. Ist während der Covid-Zeit, wo die Leute halt zu Hause gesessen sind und die neuen Telefone nicht gesehen haben und nicht angreifen konnten, wahrscheinlich wurden da auch weniger gekauft. Dafür hat es Huawei jetzt aber zum ersten Mal geschafft und einen eigenen Smartphone-CPU rausgebracht. Der basiert auf dem Kirin 710, also den wir schon seit, ich glaube 18, 19 herum in diversen Huawei-Smartphone-Modellen sehen und den fertigen sie jetzt mittlerweile komplett alleine und außerhalb von amerikanisch angehauchten Firmen. Huawei und China möchten generell weniger abhängig vom Westen werden und ich glaube noch ganz stark, dass wir das alles bereuen werden, was Trump da wieder mal verwurzelt hat mit der ganzen Blockade. Wir dürfen gespannt sein, wo uns das noch hinführt. QNAP-Kunden in Ärger, in Rage. Das liest man aktuell in einigen Blogs auf diversen Plattformen, denn mit dem neuesten Firmware-Update für die NAS-Systeme, und das betrifft eher die gehobenen Produkte, ist jetzt plötzlich Werbung drin. Nicht Werbung für irgendwelche Drittdienste oder irgendetwas, sondern Werbung für eigene Produkte und das hat dem einen oder anderen etwas sauer aufgestoßen. Ich glaube, also zumindest aktuell kann man das Ganze nicht deaktivieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ziemlich bald der Fall sein wird. Ja, Facebook hat wieder mal in die Vollen gegriffen, ein bisschen Geld in die Hand genommen, man munkelt um die 400 Millionen und eine Firma aufgekauft. Und das betrifft eine, die mich nicht wirklich betrifft, denn ich nutze diese Dinger sehr, sehr selten. Der GeekTalk-Hörer mag sich daran erinnern eventuell. Facebook hat Giphy gekauft. Giphy ist eine Sammlung von GIF-Bildern und Dingensbummens und ca. 50% laut Facebook gehen von der Traffic auf der Plattform gehen eh schon in Richtung Facebook, zu wenig in Instagram-Richtung. Das kommt nächstens geändert, das wird nämlich da jetzt integriert. Und ganz wichtig für alle anderen, anscheinend soll die API offen bleiben, dass sich da auch andere Apps nach wie vor andocken können. Ich glaube, der eine oder andere GIF-Liebhaber könnte jetzt heulen. Ich hoffe, das bleibt weg. Ich hoffe. Dann Neuigkeiten aus dem Hause Google. Wenn wir gerade bei den Maps sind oder vorher waren, da hat Microsoft Google wieder mal ein paar Geschichten zu verschenken. Nachdem sie Smart Speaker verschenkt haben an Music-Kunden, verschenken sie jetzt 5-Euro-Gutscheine an fleißige Local Guides, die da mit reinspielen, die Daten einliefern etc., Bewertungen abgeben, die bekommen jetzt 5-Euro-Gutscheine zurück. Yippie, wer sowas bekommt. Dann Libratone, ein Hersteller von Bluetooth-Lautsprechern, einer der ersten, die das richtig und vor allem auch gut umgesetzt haben. Ich mag mich da an meine Bar erinnern, die ich vor vielen, vielen Jahren von denen hatte. Die sind Konkurs. Nachdem es ihnen schon mal schlecht ging ums Jahre 2014 und dann eine Investorengruppe zugeschlagen hat, ist jetzt wieder so, es steht zum Verkauf, also die Firma steht zum Verkauf und den Kunden wurde schon vermeldet, dass Garantien und Rückerstattungs,
Anträge etc. aktuell nicht bearbeitet werden können. Das heißt, denen geht's wirklich schlecht. Jetzt hoffen wir natürlich, dass da ein Kunde gefunden wird oder ein Käufer gefunden wird. Ich denke mal, da ist sicherlich auch das ein oder andere Patent drin. Das könnte sich vielleicht noch lohnen. Dann kommen wir in den Spielesektor. Ubisoft klagt, und zwar gegen Apple und Google. Wieso tun sie das? Wegen Area F2. Das ist ein Spiel, was aus dem, woher kommt jetzt das? Tencent, wie heißt das? Zumindest aus dem Chinesischen kommt. Und laut Ubisoft eine ganz billige Kopie von Rainbow Six Siege, oder wie man das ausspricht, sein soll. Hab's bis jetzt noch nicht gespielt. Wer es gespielt hat, könnt ihr sagen, ist es so? Ist es ein einfacher Klon? Wenn dann, ja, könnte es natürlich sein, dass der Ubisoft da recht bekommt. Weiter geht's mit Google und dem Play Store. Der große Unterschied bei Apple und bei Google ist ja, Apple entfernt Apps händisch. Also da sind Leute dahinter, die das Ganze testen, anschauen und dann teilweise komische Entscheide fällen. Bei Google ist umgekehrt, da sind Maschinen dahinter, die das mit Intelligenz lösen möchten, und dabei passieren manchmal auch komische Fehler, genauso jetzt anscheinend passiert, nämlich die Podcast Addict App, ist ein Podcatcher, ist rausgeflogen aus dem Play Store, wieder mal, und dieses Mal war es wegen dem Coronavirus, denn in den Metadaten ist der Coronavirus drin, also nicht in Form von Virus, sondern einfach in Form von Kontext, also Text, weil halt gewisse Podcasts darüber schreiben, und somit ist dann halt die App rausgefallen. Schade, dumm, und ja, wird wahrscheinlich wieder zurückkommen. Es gibt Neuigkeiten zum Nuki Smart Home, Smart Lock, dem Türschloss, dem Intelligenten, dem Smarten, oder wie man auch immer sagen mag. Die haben Firmware-Update bekommen mit mehr Bluetooth-Geschwindigkeit, mit schnelleren Push-Notifications und noch vieles mehr. Wer sowas hat, wie ich zum Beispiel, freut sich da auf jeden Fall darauf. Dann haben wir If This Then That. Bald kein If This Then That mehr, ist natürlich nicht oder war am Anfang nicht gemeint, dass If This Then That aufgibt, sondern D-Link gibt die Schnittstelle zu If This Then That bei ihren Smart-Home-Gadgets auf. Das ist sehr, sehr schade, weil ich unter anderem Kunde und Nutzer davon bin und gerade eben deshalb die einsetze, weil es da eine If This Then That Schnittstelle gibt. Jetzt bin ich mal gespannt, was da für eine Rückmeldung von D-Link gibt, ob da in Zukunft Alternativen geplant sind. Und zu guter Letzt habe ich noch Oppo. Die bringen jetzt oder haben am letzten Freitag offiziell das Find X2 in die Schweiz gebracht. Das Pro und Lite sowie das Neo, also das Lite Pro und Neo, sind jetzt mittlerweile in der Schweiz erhältlich zu günstigen Preisen für das, was man da drin bekommt. 5G-Modem, 8 respektive 12 GB RAM, 128 oder 256 GB Speicher, ein schnelles, tolles Telefon für ein schmales Geld im Vergleich zu dem, was drin ist. Ich sollte mir die Modelle auch mal noch ein bisschen genauer anschauen. Das war's mit den heutigen News. Wieder mal ein bisschen länger als auch schon, aber das tut gut. In diesem Sinne, euch einen schönen Start und auf bald schon wieder, wenn ihr mögt, morgen. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.